Naja, gehen wir wieder aus der Höhle raus. Schade eigentlich. Ha, Thamium. Das macht nichts. Also, ne, so langsam. So langsam könnten sie sich mal zeigen. Die Tiere, die wir noch vermissen. Gehe ich nochmal zum Meer? Ja, mache ich das. Obwohl, wir können auf der Seite mal. Auf der Seite gehen wir zum Meer. Tierchen, Tierchen, Tierchen. Zeigt euch. Alter, ihr Roboter. Ein Jäger, bloß weg. Keine Zeit für euch. Ja, erstmal irgendein Tierchen. Gewesen. Okay, den haben wir. Oh, der ist aber recht groß, ne? Nicht schlecht. Sieht ziemlich cool aus eigentlich. Fliegende Wesen dieses Planeten, wo seid ihr? Ändere noch mal kurz mein Statement von vorhin. Wenn ich die tatsächlich nicht rechtzeitig finden sollte und wir jetzt meinetwegen 10 Folgen hier fast damit verbringen, die zu suchen, mache ich das offscreen. Also, das hilft euch ja auch nicht weiter hier, 10 Folgen zu gucken, wie wir hier auf einem Planeten umdümpeln. Von daher, diese Folge werde ich noch weitersuchen und dann werde ich mal den Offscreen-Modus benutzen, so gesagt. Schade ist es schon irgendwie, aber... Ich bin mir echt sicher, dass es Fliegende sind. Ich
Wir könnten aber schon mal sonst. Warte mal, ich gehe hier rein. Die Sachen notladen, die wir jetzt schon gesehen haben hier. Die wir schon entdeckt haben. Wir kriegen auch 325.000 hierfür. Ja. Okay. Ich hoffe ja immer noch, dass sie hier gleich auftauchen irgendwo. Naja, gehen wir mal hier zum Meer. Vielleicht, naja. Und diese Jäger natürlich überall. Zack. Och, schon das Rauschen gehört. Noch größer, oder? Ist ja auch 2,18 Meter, was es war. Ne, auch 2,18 Meter. Hätten wir eigentlich auch auf den ersten Planeten machen können. Alle Tiere finden. Können wir sonst noch nachholen. Wir kommen ja wieder in das System. Dadurch, dass unser Heimatplanet da ja noch ist. Kurz weiter runter. Genau, zum Beispiel hier haben wir noch gar keine. Wir hatten uns das Geld schon abgeholt, ne? Gut, da fehlen auch nur noch drei. Oh. Zack. Ja, okay, lohnt sich fast gar nicht. Drei Stück können auch lange dauern. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist dieses Menü. Braucht man nicht immer wieder ins Inventar gehen, was ich trotzdem mache, aber davon mal ab. Ach guck mal, die Dinger haben wir immer gesehen hier. Diese Muscheln. Den haben wir doch auch schon öfter gefunden, oder nicht? Und der Wächter verfolgt uns immer noch. Oh, was zur Hölle. Oh, naja. Da wurden gerade Tierchen angezeigt. Ja auch gesehen, oder? Nicht, dass sie hier schon hat und ne, da. Ha! Ich war mir echt sicher, dass die in der Luft sind. Okay, nice. Haben wir alle. Gut, dass ich manchmal auch hier, ne? Auch noch sowas zum Ausschließen nehme. Sehr gut.
Und schnell da rein. Zack. So, jetzt können wir. Kurz speichern. Und zurück. Und so macht man Geld. Naja, eigentlich geht's auch anders. Und nicht mit unserer Technik momentan. Wir könnten natürlich auch irgendwelche Planeten und... Ja, und zum Beispiel hier auch Gravitino Balls und so sammeln, aber dafür sind die zu weit weg und... Ja. Okay, haben wir den Planeten auch. 4 Planeten haben wir jetzt schon. Mit allen Spezies. Das ist eigentlich schon mal eine gute Sache. Dafür, dass wir noch nicht viele Systeme weit gereist sind. Also wir suchen definitiv Planeten noch mit Rigogen. Hier scheinen wir kein Glück zu haben. Wir haben ja noch Treibstoff drin und wir können jetzt mal zur ersten Atlas-Schnittstelle reisen. Und jetzt vielleicht auch den, in Anführungszeichen, die Story ein bisschen besser mitverfolgen als beim letzten Mal, wenn ich es nur weggeklickt habe. So. Atlas Schnittstelle entdeckt. Imantukia Hika. Und entdeckt Scan. Oh, hat er nicht mehr gemacht. Okay. So. Ach, ich habe auch so viele Wörter noch gelernt und so. Da war ja was. Was ich auch mal machen werde, kurz. Weil man ja sonst eigentlich keine Chance hat, hier unbedingt wieder hinzukommen, sind ein paar Screenshots von der ganzen Angelegenheit. Ich werde es mal kurz timen, wenn das Ding kurz hochgeht. So. 1, 2, 3. Ach verdammt. Ich dachte, er macht einen größeren Wobbel-Wobbel. Wie auch immer ich das nenne. So. Das machen wir jetzt mit jedem verschiedenen Steinchen-Ding, was wir finden hier. Auch in den verschiedenen Stellen. Bei der nächsten Schnittstelle und so weiter und so weiter. Habe ich den nicht ausgemacht? Ja. Ach, haben wir nichts gefunden einfach. Hä? Irgendwas müssen wir noch finden, oder nicht? Kriegen wir da nicht Wörter? Eigentlich. Doch, jetzt zum Beispiel. Aber bisher kein Glück gehabt. Naja. Und hier war auch mal so eine Druckplatte. Haben wir eigentlich auch noch was bekommen. Bilder.
Nice. Nice. So, das ist das die sogenannte Puneitel-Konvergenz. Es ist fremdartig, anders als alles, das ich bisher gesehen habe. Ich sollte Angst haben, aber eine unerbittliche Kraft zieht mich zum Herzen des Konstrukts. Ich muss es wissen, das ist ein Relikt des Atlas. Es heißt mich willkommen, es weiß, was ich bin, es verspricht mir wahre Erkenntnis. Der Wille brennt in mir, ich werde die Struktur der Kausalität blicken und diese Existenz verstehen. Ob sie echt ist oder nur ein riesiges, unberechenbares Scheinbild, das von anderen Intelligenzen erschaffen wurde. Annehmen. Ich akzeptiere, der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich. Oh, erster Adlerstein. Gut, okay, wir verkaufen die nicht, sondern wir sammeln die wieder. So, und damit hätten wir unseren ersten Atlas-Punkt geschaffen. Geschafft. Geschaffen, genau. Geschafft. Nein! Ach komm! Was soll denn das? Es tut mir leid, es tut mir leid. Wir drehen gleich wieder um. So, jetzt nochmal wieder raus. Damit haben wir den ersten Atlas-Punkt geschaffen, geschafft. Oh, ich muss auch noch starten. Ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weiterzukommen. So, kurzes Stück war ich weg jetzt. Also interessant aus dem Planet. Oh, warum habe ich ihn nicht gescannt? Warum ging das nicht? Der sieht aus wie die Erde, nur mit mehr Land. Gold und Kupfer. So, schnell an dem vorbei hier. Zack. Und nein. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Alter. Gut, dass wir das geschafft haben. Oh, so ein ähnliches Schiff, wie da sonst noch steht. Durch im Creative-Modus. Nur mit noch einem Ring drum. Ressourcenanalyst. Hallo. Amor-Freund. Mal gucken, was hat er denn? 19 Plätze, 428. Vergleichen wir mal. Nee. Erst wenn wir unsere Hyperantrieb-Dinger verbraucht haben, die sind zu viel wert, werden wir tauschen. Können wir nicht leider wieder rausnehmen, deswegen. Nee. Der
Ja, eine coole Musterung, ne? Captain. Na, Captain. Captain Pestplugged. Freund, Verzweiflung, Gag. Gag, Oxid. Eisen. Habe ich jetzt nicht so direkt. Müssen wir vielleicht kaufen. Können wir machen. Dann geben wir Eisen. Und er ist auch zufrieden. Kaufen. Kann man nicht kaufen. Ah. Aber Plutonium. Plutonium. Dann, pass auf. Gehe ich nochmal kurz Richtung Schiff. So, jetzt kann ich ihm Eisen geben. Zack. Aha, der hocherfreute Händler pickt fröhlich auf mein Geschenk. Er bedankt sich mit seinem eigenen großzügigen Geschenk. Nice. Dann werden wir mal kurz gleich auf unseren Planeten reisen. Um so ein paar Sachen zu verstauen dann. Zack. Aliens getroffen. Nee, doch nicht. Gag ansehen. Schätzt, eben war ich bester Freund. Stand da unten. Naja. Teleportieren. Ja, wir sind bald da, vielleicht. Wir sind da. Okay. Hier ist irgendwas drin? Nee. Hier drin können wir davon irgendwas hier. Ah, guck mal, einen noch mal hier. Vielleicht brauchen wir ja nochmal hier, guck mal hier, zack. Ich muss schon irgendwas wegnehmen hier. So. Plutonium kann ich auch mitnehmen, das verbrauchen wir sowieso. Ja, wir haben keinen Platz. Naja, doch, schon, aber... Auch weg. So. Wir haben nur noch Chrysonit und so, das können wir da reinpacken. Oh, das... Ah, Iridium nicht, okay. Na gut. So. Schauen, hätten wir das auch. Ausgang. Speichern. Yes.
Ah ja, die Sachen sind ja auch fertig. Können wir noch zwei mitnehmen hier. Und zack. Odelgift. Mache ich den jetzt da rechts oder links? Mitte. Hier, okay. Wir brauchen hier ein Handelsding. Was wollt ihr? Ach ja, wollt die Schaltplatten haben. Und dafür brauchen wir jetzt mit Rigo gehen. Ja, ja, ja. Teleporter online. Recur zur Station.